Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich weiß, es hat schon wieder mal ein bisschen länger gedauert als geplant. War halt das übliche, bekannte Thema. Flugwetter war nicht so toll. Und aber auch, muss ich auch dazu sagen, bei mir ein paar organisatorische Geschichten hat da nicht so geklappt. Mit dem Video schneiden und mit dem, ist ja doch, und da jetzt auch, was ich da jetzt machte, An- und Abmoderation zu sprechen. Das hat einfach nicht geklappt. Aber heute, wo ich das jetzt aufnehme, ist der 31.12., also Silvester, letzte Tag des Jahres. Wenn ihr das Video seht, ist sicher schon 2022. Sorry. Aber dazu dann zum Schluss des Videos. Ja, Nova Ionic, Aonic, so schön heißt. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist ein bisschen Zungenbrecher. Ja, mit dem Till wieder ein sehr nettes Gespräch per E-Mail gehabt. Und er hat gemeint, hörst du, wir hatten eine Aonic beim letzten Nova-Meeting mit dabei und da sind auch die Piloten dann mitgeflogen und waren so begeistert über den Schirm. Jetzt sind wir auch neugierig, was du zu dem Gleitschirm dazu sagst. Ist halt ein A-Schirm. Und möchte nicht drüber ein Video drüber machen. Klar, gerne. Sofort, bin sofort dabei, weil meine persönliche Meinung ist, auch A-Schirme können sehr, sehr viel Spaß machen. Auch wenn man da immer wieder mal liest in Social Media und diversen anderen Kanälen und Foren, A-Gleitschirme, uninteressant, so fliegende Panzer und so weiter. Ich denke, die Zeiten sind da schon vorbei. Also das ist, kann man jetzt generell nicht mehr sagen. Ihr wisst ja, ich habe auf dem Kanal schon einen High-End-A-Gleitschirm vorgestellt. Und ja, der Aonic, sagt Nova selber, ist vielleicht nicht ein High-End-High-A-Gleitschirm, aber sowas laut Homepage, so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau für den Einsteiger und leicht fortgeschrittenen Piloten. Und das finde ich ja gleich einmal sehr interessant. Und dem möchte ich einmal nachgehen natürlich. Ich würde sagen, schauen wir mal uns gemeinsam den Gleitschirm an, was der Aonic so zusammenbringt. Viel Spaß mit dem Video und wir hören uns dann nach dem Flugerl, kann man so sagen. Viel Spaß! Und da liegt er, der Aonic, in der Größe M. Diese Größe erlaubt ein Abfluggewicht von 110 Kilogramm. Ich selber habe ja ein Abfluggewicht von 108 Kilogramm zusammengebracht, also ziemlich oben. Und das ist die schöne Eintrittskante des Aonic. Ja, und wenn man sich das so anschaut, meint man eigentlich, einen Ion vor sich liegen zu haben. Ja, und punkto Zellen nur als Beispiel. Der Aonic hat 49, der Ion 51. Da ist eigentlich gar nicht so viel um. Ja, okay, die Streckung ist halt schon etwas geringer bei einer Aonic. Die Stäbchen und die Versteifungen, die man hier sieht auf dem Bild, ja, die sind wirklich nur im Nasenbereich. So lässt sich der Gleitschirm ganz normal herkömmlich packen und muss nicht so penetrant aufpassen wie bei einem durchgelatteten Schirm. Ja, ist ja auch ein A-Schirm. Naja, was heißt da, ist ja auch ein A-Schirm. Wenn man sich da ein bisschen so weiter umschaut, hier zum Beispiel die Tragegurte, ja, das sind schon Merkmale, die weniger einen wirklichen A-Gleitschirm erinnern. Na gut, wenn man sich da das Bild ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, das ist natürlich schon sehr toll, dass die Tragegurten farblich getrennt sind, die Leinen farblich getrennt sind, was man eigentlich bei einem A-Gleitschirm erwarten darf. Ja, damit man es halt leichter beim Starthandling hat. Ja, aber nochmal genauer hinschauen. Und nein, ich meine da jetzt nicht die Beschriftung der einzelnen Tragegurte, was ich so eigentlich noch nirgends gesehen habe. Beispiel hier IRS, ist der äußerste Tragegurt, der A-Tragegurt, sind hier gesplittet, man sieht es ja schön, zum Ohrenanlegen zum Beispiel, B-Stoll für den B-Stoll. Naja, ist im Grunde eigentlich schon eine Anleitung des Gleitschirms direkt am Gerät. Okay, ich will jetzt nicht mehr länger
unter Anführungsstrichen spannend machen. Den Leuten wird es da eh schon aufgefallen sein. Ja, die Tragegurte, die man hier nochmal sieht, die sind für einen A-Gleitschirm eigentlich ganz schön dünn. Im Prinzip genau dieselben von der Ausführung jetzt einmal her wie beim Ion. Aber, ja, das wird eher die Flugschulen betreffen, die den Aonic auch am Übungshang, also für die ersten Versuche, verwenden möchte. Dazu ist er ja tadellos geeignet, dazu später mehr. Gibt es als Alternative auch klassische, wie man es früher halt gewohnt war bei den A-Gleitschirmen, breite und schwerere Tragegurte. Und noch ein kleines Detail, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ist nicht die Welt und kann man sich einfach selber machen. Da, schaut mal, den roten Punkt bei der Einhängeöse des Tragegurtes, das ist nämlich der Punkt, der die Mitte anzeigt an der Schirmhinterkante. An der Vorderkante ist man das ja gewohnt, aber an der Hinterkante sieht man das nicht so oft. Das kann schon mal angenehm sein beim Packen. Ja, und noch so ein Punkt, der überhaupt nicht in das Klischee der fliegenden A-Panzer passt von früher. Ja, schaut euch einmal die Leinen an. Die sind eigentlich ganz schön dünn und da ist im Prinzip kein Unterschied mehr zu den B-Gleitschirmen oder sogar höher. Ja, okay, die sind alle farblich wunderbar schön getrennt. Sollte ja auch sein bei A-Gleitschirmen, tut man sich viel leichter beim Leinen sortieren. Ja, und ummantelt sind sie halt auch, aber trotzdem, sie sind ganz schön dünn. Ja, leistungsoptimiert würde ich einmal sagen. Apropos leistungsorientiert, der Aonic ist ein echter, ja wirklich ein echter Dreiliner. Ja, der Aonic ist ein A-Gleitschirm und er trägt auch eine ganze Menge Merkmale eben eines A-Gleitschirms, weil sonst wäre ja eben halt keiner. Aber da gibt es dann schon eine ganze Menge Details, die da sehr weit in das B-Segment reinreichen und so überhaupt nichts mit einem A-Gleitschirm zu tun haben. Na, jetzt bin ich einmal neugierig. Schauen wir uns einmal an, was der in der Luft tut. Am Startplatz angekommen geht das ganz schön flott dahin. Schirm ist schnell ausgelegt, Leinenhandling ist ganz einfach, da ja farblich getrennt, geht echt super, kann man nichts sagen. Ja, eines A-Schirm eben würdig. Ein bisschen sollte man halt bei den Leinen aufpassen, da sie ja doch recht dünn sind. Aber das schadet ja nicht, so kann man sich schon auf die B-Klasse vorbereiten. Aber fein, dass der Aonic recht wenig Leinen hat. Achtung, Start. Ebenso eines A-Schirm würdig ist das Startverhalten. So soll es eben sein. Der Schirm kommt schnell rauf, schießt nicht vor, man ist unheimlich schnell in der Luft. Ein Selbststarter, kann man sagen. Apropos schnell, ja, langsam ist der Aonic nicht. Gut, ich muss dazu sagen, ich fliege im obersten Gewichtsbereich. Aber was man so von früheren alten A-Schirmen her kennt, absolut nicht vergleichbar. Man ist keine Rennrakete, aber langsam ist anders. Ich würde mal sagen, man kann den Aonic durchaus, was die Trimgeschwindigkeit einmal angeht, mit aktuellen B-Gleitschirmen vergleichen. Wow! Schön, der Aonic nimmt da sogar das recht schwache Steigen ganz gut mit. Man sieht ja eh, wie viele andere Gleitschirme da unten herumgrundeln, wenn man das so sagen will. Und ich muss auch eins dazu sagen, ich fliege am obersten Gewichtsbereich des Aonic in der Größe M mit 108 Kilogramm Abfluggewicht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, und auch das Kurvenhandling des Aonic kann durchaus begeistern. Es braucht dafür die Kurven mit Gewichtsverlagerung dazu. Also ja, der Schirm geht auch schön ums Eck. Es braucht nicht viel Leinenzug und man sieht hier, ich traue mich da eigentlich schon recht schön zur Wand hinzudrehen. Also das geht schon und der Schirm steigt auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Man meint eigentlich unter einem mit B-Gleitschirm zu hängen. Das macht Spaß. So richtig zach geht's da. Da wurdelt's auch mit den Gleitschirmen. Alle wollen oben bleiben. Aber der Aonic hält sich wacker. Und ich bin froh, dass der Schirm auch ein wirklich gutes Handling hat. Man sieht's da ja. Das kann bei dichtem Flugbetrieb nur gut sein. Und noch zu den Steuerwegen was zu sagen. Der Schirm reagiert bei den ersten Zentimeter ziehen schon sehr, sehr gut. Also eigentlich auch nicht Schul-A-Schirmmäßig, kann man das so sagen. Also das macht so richtig Laune. Wie ich schon hier sagte, man wähnt sich eigentlich unter einem B-Gleitschirm und das Gefühl ist dem Aonic sehr, sehr nahe. Ich flüchte da mal ein bisschen weg von dem noch einzigen Bereich, wo es an der hohen Wand noch so halbwegs rauf geht. Die Luft wird da einfach zu stoffhaltig. Ja, aber das, was da der Aonic gezeigt hat, auch bei diesen sehr schwachen thermischen Bedingungen im Spätherbst, hat mich schon sehr überzeugt. Im Bereich Hochkugelhaus angekommen. Ja, die hohe Wandkenner werden das wissen, da vom Bereich Skywalk, wo ich da abgeflogen bin, bis zum Hochkugelhaus ist schon ein wenig eine Gleitstrecke und da hat sich der Aonic ganz gut geschlagen. Immer wieder auch so leichte Steigen ein bisschen mitgenommen. Aber wie man sieht, es reicht nicht. Es ist schon zu spät am Tag, eben Spätherbst auch noch dazu. Ja, was soll man sagen? Der Flug war dennoch nicht schlecht. Fliegen wir noch ein bisschen an der Hangkante entlang, um den Flug ein bisschen noch zu verlängern. Und der Flug, dieser herrliche, geht auch schon zu Ende. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte noch im Dezember 2021 zwei wunderbar herrliche, schöne und sogar auch thermische Winterflüge machen, die sehr, sehr eisig waren. Und da fließen dann noch in die folgenden Worte meine Erfahrungen mit dem Schirm ein. Was damit die zwei Flüge so war, ganz zum Schluss in diesem Video. Für wen ist dann eigentlich der Aonic geeignet? Ja, und da muss ich schon einmal sagen und mich korrigieren, der Aonic ist durchaus ein High-End-A-Gleitschirm und vergleichbar mit dem, den ich hier schon auf diesem Kanal einmal geflogen und euch vorgestellt habe. Und ja, mit dem Aonic kann man wirklich auch ins Streckenfliegen einsteigen. Das ist durchaus möglich. Also im entsprechenden Fluggebiet, ich sagte es ja schon, die hohe Wand ist nicht ganz so einfach für die ersten Streckenflugerlebnisse, wenn man ein bisschen mehr haben will, weil da braucht es, da hat es auch sehr lange Gleitstrecken, um da in den, zu den höheren Bergen zu kommen. Aber wenn es geht, ist das durchaus mit den Aonic möglich. Und ich würde mal sagen, so eine 50er, 60er Strecke hier mit einer Aonic an der hohen Wand ist durchaus möglich und machbar, wenn man das probieren will. Denn das Gleiten des Aonic ist bis Halbgas
durchaus noch brauchbar. Gut, bei richtigen Gegenwindpassagen, wo der Wind ein bisschen stärker ist, wird man sich dann doch ein bisschen schwer tun, weil man darf nicht vergessen, der Onyx ist ein A-Gleitschirm und soll auch Anfängern und Einsteigern noch gerecht werden, ohne sie zu überfordern. Und das schafft dieser Flügel auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ja, und was ich noch gar nicht ins Spiel gebracht habe da in diesem Video, ist meiner persönlichen Meinung, dass der Aonic ein hervorragender, geeigneter Hike-and-Fly-Flügel darstellt. Ja, neben den wirklich sehr, sehr guten und einfachen Starteigenschaften, was bei schwierigen Bedingungen am Berg durchaus sehr, sehr angenehm werden kann, und auch mit dieser passiven Sicherheit noch eine sehr gute, wirklich brauchbare Flugleistung, ja, das hat schon Potenzial. Und langsam ist der Aonic auch nicht. Also das passt eigentlich für einen Bergschirm ganz gut. Und trara, ich darf euch hier sogar noch was verraten. 2022 wird der Aonic auch noch als Leichtversion auf den Markt kommen und zumindest wieder vorgestellt. Ja, man weiß halt nicht, wie es da mit den Lieferungen und mit den Materialien ausschaut. Ihr kennt ja die böse C-Geschichte, was ja eine ganze Menge Branchen betrifft. Ja, lassen wir uns überraschen, und das spricht dann noch einmal mehr für Hike and Fly mit einem Aonic. Ja, und was bleibt mir da eigentlich noch viel abschließend zu sagen? Ja, Nova hat da mit dem Aonic wirklich eine eierlegende Wollmilchsau geschaffen. Ja, viel anders kann man es eigentlich nicht nennen. Und zwar, dass in einen Einsteiger-A-Bereich mit dem Fluggefühl eines mit B-Gleitschirm mit unheimlich viel Spaß drinnen, ja, gelungen, wirklich gelungen. Chapeau, Nova, thumbs up. Ich kann wirklich nur jedem Piloten, also vielleicht schaut da auch ein Einsteiger mit oder einer, der einen neuen Schirm sucht oder wie auch immer, fliegt den Aonic einfach einmal selber, probiert es ihm aus. Denn gerade im Einstiegsbereich bin ich mir sehr, sehr sicher, dass den Piloten mit dem Aonic lange Zeit nicht fad wird. Also man kann da wirklich alles machen. Man ist von Anfang an nicht überfordert. Der Schirm hat Sicherheitspotenzial genug. Ist ja eben ein A-Gleitschirm. Bietet aber, wie ich hier schon sagte, ich wiederhole mich, die Flugleistung eines mit B-Gleitschirms. Man kann Strecken fliegen. Er ist Hike and Fly geeignet. Ja, also die ersten 3 Jahre des Pilotenlebens müsste der Schirm locker reichen und wird dabei viel, viel Spaß machen und auch viel Erfahrung bringen. Letzteres ohne zu überfordern und möglicherweise irgendwann einmal, das passiert öfters als man glaubt, die Freude am Fliegen zu verlieren. Leitl, das war's dann schon wieder mit dem V-Blog über den Nova Aonic, Aonic und A-Gleitschirm. Und ich habe das im Video ja eh sicher mitbekommen. Der Aonic hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem auch in der Thermik mit den Steigen. Ich hatte mehrere, konnte dann doch noch mehrere Flüge machen. Entschuldigung, auch wenn ich nur ein Flug da gezeigt wird in dem Video. Ich konnte dann noch im Dezember 2 sehr schöne Flüge machen. Sehr überraschenderweise thermische Flüge, die sehr, sehr gut waren. Und weil ich eigentlich eher mit Abgleiter gerechnet habe, habe ich mir die Kamera erspart mitzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dann auch immer nach so einer halben Stunde freiwillig landen gegangen, weil ich ziemlich durchgefahren war. Es war nämlich eisig kalt, aber es ist wirklich saumäßig gut gegangen. Und da hat mir auch natürlich der Aonic sehr viel Spaß gemacht im Aufwind. Ist wirklich, wirklich gut gegangen, der Schirm. Ja, aber das fließt natürlich auch alles, die Erfahrungen, was ich da mit den 3 Thermikflüge machen konnte, in die Beschreibung von den Schirmen, wie ich ihn empfunden habe, in den einen Flug natürlich, was ich euch da gezeigt habe, natürlich auch mit rein. Obwohl die Jahreszeit, wo ich da den Flug
den man da sieht, noch etwas wärmer war und sonniger und angenehmer. Aber ja, so ist das Jahr halt. Wo ich das ja jetzt aufnehme, ist jetzt, also diese Abmoderation, An- und Abmoderation, ist der 31.12.2021, also Silvester. Wenn ihr das Video da schaut, ist es halt schon 2022, aber nichtsdestotrotz darf ich euch erfolgreiches Fliegerjahr wünschen, das 2022. Hoffen wir, dass es besser wird. Also was sich die ganzen Restriktionen wegen dem bösen C und anbelangt, dass es da jetzt erfreulicher wird. Fliegen konnten wir ja zum Glück. Da war wenigstens super, wenigstens das war möglich. Also eigentlich ohne, also fast ohne Einschränkungen, kann man sagen. Ja, immer knitterfrei bleiben ist einmal ganz, ganz wichtig. Und viele Testflüge, dass ihr machen könnt. Und ich wünsche mir auch, dass ich noch viele, viele, viele schöne, tolle, interessante Schirme euch zeigen kann. Ja, es sind immer nach wie vor noch einer in der Pipeline, wo ich schon ein Video machen könnte. Ein B-Gleitschirm. Vielleicht wisst ihr eh, um welchen geht. Ich mag es noch nicht laut sagen. Vielleicht wisst ihr eh schon, was für ein Schirm geht. Ich möchte einmal die größere Größe fliegen, die ist mir nach wie vor zugesagt. Aber gut, das Wetter ist jetzt eh nicht wirklich zum Testfliegen. Ich werde dann im Februar dann noch einmal anklopfen, dass ich die L-Größe herbekomme. Und dass ich dann abschließend was zum Schirm sagen kann. Ja, ich mag nicht so viel drüber reden, aber es kommt dann auf alle Fälle über noch einen Schirm was, da habe ich das Material da, möchte aber dazu noch was machen, deswegen verzögert sich das Ganze natürlich ganz schön. Ja, und dann wird sicher doch der eine oder andere doch hoffentlich auch noch dabei sein, was aktuell und neu ist. Schauen wir, vielleicht auch wieder von Nova, würde mich auch freuen. Hallo Dill, wenn du das zuschaust wieder. Ja, was kann ich nur sagen? Wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Und Nova-Spruch natürlich, Nova-Spruch. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte YouTube-Spruch. Daumen bitte noch hoch oder ein Herzerl, je nach Plattform. Vimeo ist halt ein Herzerl. Vielleicht den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Nach wie vor schauen sehr, sehr viele die Videos an, ich sehe seine Zugriffszahlen immer und da wären eigentlich 1000 Abonnenten schon einmal drinnen, aber ich muss sagen, es sind noch einige dazugekommen. Vielen, vielen Dank für das Kanal-Abo. Ist doch wieder ein bisschen was dazugekommen. Langsam aber doch ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt dazu. Vielleicht schaffen wir ja Ende nächstes Jahr die 500, würde mich freuen. Ab 1000 Abonnenten kann ich dann mit dem Kanal noch viel, viel mehr machen, kriege ich mehr Reichweite. Und dann gibt es natürlich auch durch die Hintertür mehr Möglichkeiten, die ich euch bieten kann. Ja, also bitte, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, nicht wenn ihr es monetarisiert, also mit 1000 Abonnenten kriegt ihr ein paar Cent bestenfalls. Es geht um einfach, dass der Kanal mehr ins Blickpunkt kommt. Und es ist natürlich dann auch leichter für mich zu Schirmen zu kommen, wo ich da eigentlich nicht wirklich Probleme habe, weil ich kenne die meisten Hersteller und die meisten Firmen ja immer noch persönlich ganz gut von früher. Also da funktioniert das. Aber trotzdem, wenn eine höhere Abozahl unter beim Kanal steht, ist es einfach einfacher. Danke auf alle Fälle, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, schauen wir halt, was nächstes Jahr so kommt. Lass uns überraschen. Leute, hat mich gefreut, dass ihr eben wieder dabei wart. Hoffe, ihr konntet was ein bisschen mitnehmen über den Schirm. Habt Spaß gehabt mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Servus und ciao.